Genau. Okay, hallo. Herzlich willkommen hier in meiner Show Nummer 1. IT Sales Excellence, Real Talk, B2B-Geschäft. Die Revolution da draußen. Und ich habe natürlich hier meinen ersten Gast, den Martin, ein Experte, ein echter Insider. Ja, aus Compliance-Gründen anonymisiert alles, völlig logisch. Ich anonymisiere meine ganzen Kunden und so weiter, nämlich auch alle nicht namentlich. Und heiße dich herzlich willkommen, Martin. Ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank. Okay. Ich kann mich an der Stelle natürlich kurz vorstellen. Ich bin der Martin, wie gesagt, arbeite seit über 10 Jahren in der IT-Branche und habe ja grob geschätzt schon viele tausend Kundengespräche dadurch eben natürlich gehabt, Beratungsprojekte. Klar. Und ja, freue mich hier zu sein. Okay, super. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal krass in eine harte Frage rein. Ja, ich habe so ein bisschen was vorbereitet und du kennst die Fragen generell noch nicht. Also das ist alles live hier. Und die erste Frage ist, basierend auf deiner langjährigen Erfahrung, wie viel Sinn macht eine Cost-per-Lead-Kalkulation, die ja letztendlich ein sehr plausibles KPI-Instrument ist für jegliche Marketingkampagne, ja, also mit AdWords schaltest, Facebook-Kampagnen oder sonstiges. Aber wie viel Sinn macht eine Cost-per-Lead-Kalkulation im absoluten High-Level-Markt? Sagen wir mal, ja, viele meiner Kunden aus den letzten Jahren sind halt einfach in dem Bereich, dass sie sagen, ja, wir sind ungefähr 100 bis 200 Entwickler, na, und wir können maximal 3, 4 Neukunden oder überhaupt Projekte aufnehmen, neue pro Jahr. Ja, dann haben die natürlich ein Ratio von Opportunities. Dann stellen sich natürlich rückwärts gerechnet die Frage, wie viele Opportunities müssen wir dann letztendlich generieren, um diese 3, 4, die wir maximal verarbeiten können, Projekte zu gewinnen pro Jahr. Dann haben wir meistens so ein Ratio von 1, zwischen 1 zu 3 und 1 zu 5, sagen wir 1 zu 4, dann sind das vielleicht so 10, 12 Opportunities Maximum, die sie generieren müssten, pro aufs ganze Jahr gerechnet. Und wenn man dann zum Beispiel nochmal weiter rückwärts rechnet auf Sales Qualified Lead, wie viele Leads bräuchte man dann, um diese 12 Opportunities zu generieren, dann sind wir halt bei maximal 20, 30, eventuell 40 richtig gute Leads, um diese 12 Opportunities zu generieren. Wie aus deiner, das ist jetzt so von meinem Background, von meiner langjährigen Erfahrung, von meiner Agentur, wie ist so deine Meinung, von deiner Erfahrung her, von deinem Inside-Knowledge aus der Branche, aus verschiedensten Projekten, auch viel High-End, High-Level, große Systeme, wie ist da so deine Meinung und deine Erfahrung, ganz transparent und ehrliche Meinung von dir? Ja, eine gute Frage. Ich meine, klar, alle Sales- und Marketing-Leute müssen immer gemeinsam mit den Controllern gehen, so sehr sie es teilweise auch ärgert. Und dann stellt sich natürlich immer früher oder später die Kostenfrage, beziehungsweise, was du angesprochen hast, die Ratio-Frage. Ich denke, es kommt wirklich ganz stark darauf an, in welchem Segment der Kunde, der Anbieter unterwegs ist, was er da eben für Volumina pro Projekt für sich selbst kalkuliert, und zwar ganz realistisch selbst kalkuliert, sozusagen nach Abzug aller Aufwandskosten, die er sowieso intern schon hat. Und dass er natürlich ein, ja, sagen wir mal, ein ganz kleines Auge auf diese Ratio werfen oder behalten muss, ist klar, weil sonst verliert er einfach den Überblick. Aber gerade im High-End-Bereich, wo es dann also meistens auch um umfassendere Projekte geht, ist es, denke ich, nicht besonders zielführend, wenn man jedes noch so kleine Lead gleich in die Gesamtrechnung einbezieht. Also beziehungsweise auf der einen Seite sollte man es tun und man sollte es auch nicht damit übertreiben, weil wie gesagt, aus manchen kleineren Terminen entstehen dann doch größere Folgeprojekte, manche Stammkunden werden dadurch gewonnen. Und wer da allzu kleinlich ist, gräbt sich längerfristig oder mittelfristig natürlich auch ein bisschen selber das Wasser ab. Ja,
Da gibt es ja auch noch eine sehr, sehr wichtige KPI, das ist die sogenannte Customer Lifetime Value. Ich nehme mal, die kennst du auch aus dem FF. Und besonders in der gesamten, gerade in der Softwarebranche, ja, wo auch viele, viele Lizenzmodelle dranhängen, die langfristig oder mittelfristiger sind und so weiter, ist ja der Verdienst häufig hinten raus, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Und viele Kunden machen halt auch von mir auch einfach die Rechnung einfach, sagen wir mal, viel zu früh. Ja. Also der berühmte lange Atem, der ist halt einfach im B2B-Geschäft absolut nötig. Und wir reden ja, wie gesagt, nochmal betone ich, ja, von diesen High-Level-Geschichten. Ne. Wir reden jetzt nicht von Kunden, die Antivirus-Software oder sowas verkaufen für 20 € die Lizenz oder sowas. Das ist ja dann wieder eine völlig andere Welt. Ja. Richtig, Und die ja, muss man dann natürlich klar. auch völlig anders kalkulieren. Ja, genau so ist es ja. Wie siehst du sozusagen grundsätzlich mal das war vielleicht schon eine sehr spezifische Frage, mal eine ganz generelle Frage. Wie siehst du die Zukunft? Ich denke, das interessiert auch viele Zuhörer, des traditionellen B2B-Sales, Telesales, Telemarketing, ja. Auch, ich sag mal, ich nehme schon mal ein bisschen was weg, auch in Kombination mit natürlich der Online-Welt, ne? Also Internet. Riesiges Thema Online-Marketing und so weiter. Gibt es deiner Meinung nach in, sagen wir mal, in 5 Jahren überhaupt noch einen Telemarketer zum Beispiel oder sowas? Oder hat er überhaupt noch eine Berechtigung jetzt aktuell? Beziehungsweise es gibt ja auch sehr, sehr viele, sagen wir mal, schwarze Schafe. Ich meine, ich habe das ja, ich rufe quasi, wenn ich einen Kunden für mich akquiriere, 9 von 5 Gesprächen, die ich führe, sagen mir, ja, wir haben bestimmt schon 3 schlechte Erfahrungen gehabt. Ja. Also diese ganze Branche, wie siehst du die, wie ordnest du die ein? Auch sag mal, aus der Sichtweise eines Softwareherstellers zum Beispiel oder auch Systemhauses. Man kann nicht richtig, wirklich ohne, nee, gehe ich mal davon aus, aber wie ist da so deine Sichtweise? Und hat das überhaupt noch Zukunft oder wird es komplett alles nur noch online sein? Oder wie siehst du das aus? Wie ordnest du das ein? Also ich beobachte seit, muss ich dazu sagen, wenigen Jahren, oder mein Eindruck ist, dass ich glaube, reine Telemarketing-Leute, die also so nach dem Schema F anrufen, also potenzielle Kunden oder Interessenten, und die dann, ja, wie gesagt, so 0815-mäßig nerven. Ich denke, dass die keine wirkliche Zukunft haben, mittelfristig bereits, weil zum einen die Kontaktaufnahme ja immer erschwerter ist. Also man darf ja heutzutage gar nicht mehr einfach mal so jemanden direkt anrufen, geschweige denn, also in Deutschland zumindest, einfach mal dem eine E-Mail schreiben, sondern man muss das vorher alles abklären mit der Zentrale des Unternehmens, wenn man denn dort jemanden erreicht. Und Leute, die da natürlich relativ schwach auf der Brust sind, die sich also mit dem Thema nur ganz minimal auskennen, also mit dem jeweiligen Produkt, mit der jeweiligen Lösung, Dienstleistung, glaube, da vermute ich, dass die einen zu kurzen Atem haben, weil teilweise dann schon auch einfache, also niedriger qualifizierte Mitarbeiter des potenziellen Interessenten oder Neukunden merken, naja, der, die kennt sich jetzt nicht so wirklich aus. Denn du hast es vorhin auch schon angesprochen, der Markt verändert sich dahingehend, also vielleicht sogar der gesamte IT-Markt, weil es eben schon so eine Fülle an Produkten gibt, weil viele Hersteller eher so in dieses Allround-Segment wollen. Also man bietet wirklich alle möglichen Dienstleistungen aus einer Hand an, ist eine zu stark einseitige und produktspezialisierte Anfrage und Kontaktung, glaube ich, nicht wirklich zielführend. Das heißt, die Telemarketer von heute müssen die, ja, nennen wir es mal Pre-Sales Consultants von morgen werden. Wenn sie das nicht tun, dann können sie, glaube ich, auf diesem Markt nicht bestehen. Wenn schon bei der ersten Kontaktanfrage stellen die Interessenten, die potenziellen Neukunden, teilweise sehr umfassende Fragen. Das tun sie, weil eben die Veränderung in der Softwarewelt so ist, dass immer mehr aus einer Hand angeboten wird. Wir kennen das alle, ne? Die ganzen cloud-basierten Lösungen. Da versuchen alle großen
eben wirklich alles abzudecken. Und deshalb sind die Fragen der User einfach auch sehr umfassend. Deshalb, also mein Eindruck und gleichzeitig mein Ratschlag an alle Telesales-Mitarbeiter, sich umfassend zu schulen und sich weiterzubilden und es vielleicht eher als Chance zu sehen, zu einem echten Berater in Zukunft werden zu können, der eben nicht ja, die Leute sozusagen ungefragt mal kurz nervt, sondern wirklich einen Input auch geben kann. Denn daraus erwächst dann Vertrauen gleich mal so in den ersten Sätzen und auch Sympathie. Und diese beiden Aspekte sind ja wahnsinnig wichtig, wie wir alle wissen. Sympathie und Vertrauen, da können sich dann wirklich Projekte ergeben. Und im Zusammenhang mit dem Online-Marketing, also mit den großen Netzwerken wie zum Beispiel LinkedIn, habe ich den Eindruck, dass es mittlerweile fast eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich über diese Plattform vernetzt, bevor man einfach mal so die erste Mail schickt, quasi ungefragt und damit in Deutschland zumindest ja illegal oder den ersten Anruf tätigt, damit derjenige einfach ein Gesicht zu der Stimme hat dann oder zur Mail. Und auch sieht, wer ist denn das, der mich da kontaktiert? Hat der eine Ahnung vom Thema? Also das heißt, dieser professionelle Ansatz, diese Qualifizierungen, die werden einfach doch in diesem schnell sich verändernden Markt immer wichtiger. Ja. Sehe ich mich mit mehr oder weniger alles mit überein, sehe ich genauso. Es ist halt definitiv der reine, sagen wir mal, schlecht oder niedrig qualifizierte Telemarketer oder Telesales ist im IT-Software-Selling oder überhaupt in der IT-Selling-Branche so ein klein bisschen vom Aussterben bedroht. So nehme ich das wahr und deswegen ist auch bei mir, für mich arbeitet auch niemand, der auf dem Niveau ist. Der wird dann erstmal so weit dahin gebracht über ein wirklich ausführliches, langwieriges Training, wenn da eben ein Deal gefunden wird, ja, dass er auf ein gewisses Niveau kommt. Dann häufig nehme ich auch ganz gern Quereinsteiger, die ich dann auf dieses Niveau bringe, ehe sie dann letztendlich wirklich operativ tätig sind. Teilweise sogar lieber als wie jetzt alteingesessene Vertriebler oder sowas, die halt schon quasi 10.000 sagen wir mal, schlechte Gewohnheiten haben und dann schon sehr fortgeschritten sind in ihren Meinungen und nicht mehr geformt werden wollen. Lieber dann nochmal ein Quereinsteiger, der etwas älter ist oder halt einen Jüngeren, der letztendlich dann auch gute Gewohnheiten sehr schnell annimmt und dann auch umsetzt. Weil es ist, wie du sagst, das sehe ich auch so, viele der Entscheider und teilweise sogar schon die Assistentinnen und die Vorzimmerdamen und alles, was da so auch an Filterfunktionen aufgebaut wird, bei genau den Entscheidern, wo halt eben jeder auch rein will in die Firmen, die riechen, sagen wir mal, den unqualifizierten Telesales oder Telemarketer quasi schon von 3 Kilometer Entfernung. Ja. Und dann hast du einfach nur reine Zeit vergeudet, weil du weißt schon, bevor du da anrufst, dass du da einfach nur auf info@ eine E-Mail schicken sollst. Ne? Also so kannst du gleich einpacken. Wie schätzt du nochmal ein bisschen feiner getunte Frage diesbezüglich? Wie schätzt du ein, die Kombination? Das ist auch das, was ich auch in vielen auf meinen YouTube-Videos immer wieder mal predige und so. Im Übrigen, wenn jetzt ein Zuhörer auf meinem YouTube-Kanal mich sucht, auf YouTube bin ich auch. Die Kombination zwischen Online- und Offline-Marketing. Es ist ja natürlich so, man kann davon ausgehen, dass jetzt kein Produkt für 50.000 oder für 150.000 oder sowas halt quasi online direkt gekauft wird, auf irgendeine Art und Weise. Aber die Kombination. Wo siehst du, dass da die Reise hingeht? Welche Plattformen sind da weniger oder mehr relevant, deiner Meinung nach? Wie ist da so deine Einschätzung? Also es ist tatsächlich sehr verschieden. Bei LinkedIn, sage ich mal, ja, lege ich jetzt nicht direkt meine Hand ins Feuer, denn wie gesagt, die Branche ist immer auch ein bisschen im Wandel. Also was diese, sage ich mal, Career-Plattforms angeht.
Aber es gibt natürlich auch auf Facebook zum Beispiel eine gewaltige Multiplikationsmöglichkeit. Das sind dann natürlich teilweise sehr spezifische Lösungen wieder. Aber es gibt eben Unternehmen tatsächlich auch im IT-Sektor, die mit Facebook-Annoncen, Facebook-Ads erfolgreich sein können. Insofern denke ich, die Zukunft heißt definitiv immer Verzahnung von Online- und Offline-Marketing. Wer ganz einseitig nur einen Kanal fährt, also in der IT-Branche wohlgemerkt, der wird, denke ich, nicht wirklich zum Abschluss kommen. Wer zum Beispiel rein online fährt, der wird vielleicht viele Anfragen bekommen und Klicks und Likes und weiß der Geier was. Also er hat einen hohen Traffic, aber zu abgeschlossenen Projekten, die man dann wirklich verbuchen kann und einen Punkt hintermachen kann, wird er wahrscheinlich oder sie selten kommen. Das heißt, bei High-End-Projekten braucht es wirklich die Verzahnung. Es braucht den persönlichen Kontakt, wie gesagt, wieder die zwei Größen oder Dimensionen, Sympathie und Vertrauen, sind da wahnsinnig wichtig. Wer die Nachrichten in der IT-Branche verfolgt, weiß ja, dass es leider doch immer wieder Unternehmen gibt, die ja darauf bedacht sind, Kunden zu so Milchkühen transformieren zu wollen, die man dann dauerhaft einfach nur melkt, bis sie irgendwie halb vertrocknet umfallen. Und gerade solche Erfahrungen haben natürlich viele potenzielle Kunden vergrault oder sehr, sehr, sehr skeptisch gemacht, sehr empfindlich gemacht. Also quasi auch ein Appell an die gesamte Branche, bitte missbrauchen Sie kein Vertrauen, beziehungsweise versuchen Sie nicht, Kunden alles Mögliche auf die Nase zu drücken, nur um dann das schnelle Geld in Anführungszeichen zu machen und dann einfach den Ruf Ihres Unternehmens massiv zu schädigen und damit die ganze Branche wirtschaftlich auch einzubremsen. Damit ist wirklich niemandem geholfen. Ich habe da von Bekannten eben diverse Geschichten auch schon gehört. Wo Unternehmen sich dann tatsächlich gegen Hersteller gewandt haben, letztendlich aus diesen Erfahrungen heraus, also diesen Enttäuschungen heraus, dieses Gefühl, einfach nur ausgenutzt zu werden, das ist wirklich niemandem zuträglich. Und auf Online und Offline bezogen, für Großprojekte wird es nie einseitig gehen, könnte ich mir vorstellen. Also, beziehungsweise man könnte sogar sagen, bei echt umfassenderen und komplexen Themen, würde ich sagen, ist es fast indirekt proportional. Je komplexer das Thema, desto geringer von der Wichtigkeit ist online und desto wichtiger ist dann eben natürlich die persönliche Kontaktaufnahme und umgekehrt. Ne, wenn das so kleine, so du hast vorhin das Beispiel Antivirus-Software genannt, da ist es natürlich jetzt nicht so wirklich entscheidend, dass ich einen großen persönlichen Kontakt habe. Oder vielleicht auch schon, kommt aufs Szenario drauf an, aber genau, ich denke, so dieses Verhältnis kann man ungefähr feststellen. Ja, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast ja auch schon viel Erfahrung gemacht mit Softwareherstellern, also direkt in Projekten von Softwareherstellern. Wahrscheinlich sogar den Großteil deiner Erfahrung. Es gibt natürlich dann auch die sogenannten unterschiedlichen Partner. Na, es gibt die Solution-Partner, also große Hersteller haben auch die Benennung der Partner und die Kategorien auch gerade eben wieder, habe ich auf einigen Partner-Webseiten festgestellt, wieder geändert, ja, modernisiert sozusagen. Jetzt gibt es Implementierungspartner, den Begriff gibt es, glaube ich, noch. Solutions-Partner oder heißt es dann jetzt moderner. Dann gibt es die Strategie- und Konzeptionspartner, die letztendlich nur beraten und fast gar nichts irgendwie programmieren. Dann gibt es natürlich die größeren, die halt dann beides machen. Und so gibt es halt je nach Hersteller unterschiedliche Kategorien. Ja. Wo siehst du da den Trend? Also ich sehe da auch einen Trend, den kann ich auch noch gerne mal sagen, ich will aber nichts vorwegnehmen. Wo siehst du denn den Trend bezüglich der Implementierungspartnerlandschaft, insbesondere auch, also was den deutschen Mittelstand, aber der ja noch relativ groß ist, Gott sei Dank, im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, den eigentlichen Bedarf der Unternehmen an IT-Lösungen als solches, sprich ihr Stichwort Strategiekonzept. Also ich habe zumindest einen Eindruck, da herrscht aktuell einiges an
Ziellosigkeit. Ja, das ist natürlich auch jetzt bedingt durch Corona noch verstärkt worden teilweise. Also viele halten auch einfach so dieses typische, ja, ich bin mir unsicher, also halte ich all meine Piepen ganz, ganz nah bei mir. Ja, ich traue mich nicht, irgendwas zu investieren und so. Also dieses, es gibt ja drei Reaktionen, wie ich auf eine Krise antworte, ne? Attacke, Flucht oder Starre. Ja. Ja. Also wie schätzt du das so ein aus deiner Erfahrung? Oder ja, also siehst du da gar nichts? Oder hast du sozusagen mit den Märkten, wo du zu tun hast, da herrscht Vollgas-Mentalität? Nee, also das ist klar, jetzt als die Corona-bedingte Krise möchte ich sie, ja schon, muss man sie nennen, auf ihrem Peak war, merkte ich schon, dass natürlich die Zaghaftigkeit, die auf dem deutschen Markt hinsichtlich mancher Segmente in der IT-Branche sowieso herrscht, also diese Zurückhaltung nochmal stark zugenommen hat. Budgets wurden eingefroren oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Und gleichzeitig war natürlich die Nachfrage dann erhöht nach spontanen Change-Projekten. Natürlich Schwerpunkt Homeoffice. Man musste irgendwie schauen, dass man die Leute in den eigenen vier Wänden an den Projekten hält. Und das sollten dann eben die im Idealfall vorhandenen hausinternen ITler mal schnell so übers Knie brechen, und das hat natürlich wahnsinnig Ressourcen gebunden. Insofern könnte man daraus vielleicht auch gleich wieder ein Learning ziehen, dass gerade für den deutschen Mittelstand, dass es langfristig oder auch schon mittelfristig gesehen nicht so clever ist, was die IT angeht, immer das Budget so klein wie möglich zu halten. Weil gerade in solchen Umbruchsphasen und Prozessen, und die können ja sowohl durch so ein unfassbar lästiges Virus aus weiß der Geier woher ausgelöst werden, aber natürlich auch durch Marktumweltprozesse, die völlig unabhängig sind von solchen virusbedingten Krisen und Herausforderungen passieren. Und deshalb ist es ja das Buzzword Agilität natürlich sehr, sehr wichtig. Also gerade der Mittelstand, der da ein bisschen zu sehr starker Zurückhaltung manchmal, nicht alle natürlich, neigt, stellt sich da eher selber ein Bein, wenn er eine zu behäbige und unagile IT-Infrastruktur versucht am Laufen zu halten. Ja, daher ist ja auch das weitere Buzzword Automatisierung, Industrie 4.0 etc. so wichtig, dass man also seine Struktur so aufstellt, dass sie sehr, sehr variabel ist, dass sie natürlich, ja, wieder ein Buzzword, Lean Management, dass sie schlank ist, dass sie sehr effizient ist, dass sie niedrigschwellig ist, dass also auch im Fall der Fälle ein Nicht-IT-Nerd in der IT ja einfache Prozesse im Blick behalten kann, ohne dass er eben herstellerabhängig dann ein Ticket aufmachen muss im Support, die dann teilweise in weiß der Geier wo sitzen und dann nicht wirklich zufrieden ist. Da kommen also wahnsinnig viele Faktoren zusammen. Daher, ja, ich sag mal, zum Mittelstand teilweise, und das meine ich wirklich im Guten, mehr Mut zur Investition, mehr Mut, Projekte zügig anzugehen, und nicht so sehr, ja, alles hinauszuzögern. Ja, und ich meine, du auch von der Herstellerseite, ich denke mal auch, also mein Eindruck ist, dass sich da auch ein Wandel vollzieht, beziehungsweise ein Wandel vollziehen wird, zwangsläufig, also von Produktverkauf, Stichwort Produktverkäufer, hin zu erstmal checken, was braucht eigentlich tatsächlich der Kunde? Oder Ja. wie siehst du da noch eine Herausforderung oder siehst du da die meisten Hersteller schon auf dem richtigen Weg? Oder hast du dazu auch noch eine Meinung? Also Boah, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, hier haben wir auch eine schwierige Situation. Also wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Wir haben auf der einen Seite
dramatisch formuliert, den Tod des reinen Telemarketers, der also nur mit dem Schema F an potenzielle Neukunden herantritt und deshalb diesen Bedarf einfach, dass sich die Leute stetig weiterbilden, professionalisieren, zu echten Beratern mutieren, um einfach den, was du gerade angesprochen hast, den Bedarf an Beratung abdecken zu können, weil eben die Herausforderungen heute in der IT-Branche komplexer sind. Wir haben im Zuge, wenn man so will, der Vereinfachung einen Zuwachs an Komplexität. Das ist ein Paradox eigentlich hinsichtlich des Telemarketing. Wenn eben die verschiedensten Kunden, gerade der Mittelstand zum Beispiel, Kunde eines Rechenzentrums wird, von dem er erwartet, dass es all seine Anforderungen, Herausforderungen abdeckt, dann tue ich mich da natürlich, wenn ich mit einem ganz bestimmten Produkt reingehe, eventuell, es kommt auf das Produkt drauf an, wahnsinnig schwer, ihn von der jeweiligen Lösung zu überzeugen, weil er hat ja da quasi ein Rechenzentrum an der Hand, was alles abdeckt. Wenn ich jetzt aber breiter reingehen kann und ein ganzes Portfolio ihm präsentieren kann, woraus klar ersichtlich wird, hey, ich bleibe natürlich bei meinem Rechenzentrum, aber ich kann trotzdem die Lösung XY implementieren und habe dann wirklich großen Nutzen von. Und jetzt marschiere ich mal mit diesem Vorschlag zu meinem Rechenzentrum und frage die, was können die denn da machen? Dann habe ich natürlich den Fuß in der Tür. Und deshalb muss eben dieser Ansatz beratender und umfassender sein, weil ich sonst gar nicht die Ahnung habe, wie kann ich jetzt denn mit so einem Szenario umgehen, wo ein potenzieller Neukunde bereits voll eingepackt ist, dem ersten Anschein nach, aber in Bezug auf eine spezifische Themenstellung eigentlich doch einen Bedarf hat, den er jetzt noch nicht sieht. Ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also wie gesagt, die Sache ist in der Realität dann schon teilweise recht komplex und umfassend. Ich sehe es genauso. Also unser Leben wird quasi auf der Konsumerseite oder Endkundenseite immer einfacher, ne? Also wir haben quasi eine Ja. Fernbedienung, der VW heizt sich schon mal vor im Winter. Oder ich Ja. muss nicht mal eine Fernbedienung machen, der misst automatisch die Temperatur. Und ich kann das so einstellen mit meiner App. Sobald es unter einem gewissen Temperatur fällt, dann fängt die Autoheizung um so und so viel Uhr, eine halbe Stunde, bevor ich in die Arbeit fahre, an, das Auto schon mal vorzuwärmen und so weiter. Ja. Und es sind einfach, sagen wir mal, oder Google Auto oder was weiß ich, selbstfahrende Autos. Also es wird immer bequemer für uns. Ja. Aber der Grund, warum das so ist oder überhaupt so sein kann, ist, dass auf der IT-Seite, diejenigen, die die IT erstellen oder IT verkaufen an Unternehmen, die dann diese Produkte erzeugen, ja, diese hochintelligenten und komplexen Produkte dann Ja. auch erzeugen, in der kompletten Lieferkette vom Rohstoffhersteller über kleinste Schraubenhersteller bis hin zum Google-Auto oder sowas, ja, oder, Ja. dass diese ganze Welt immer komplexer wird. Ja, und dass du halt letztendlich, wenn du jetzt eine Telemarketing-Agentur beauftragst, wo ein Telemarketer dann irgendwie, ja, wo ein Projekt für 3.000 Euro, ja, wo dann da irgendwie zwei Telemarketer sitzen, die einen Stundenlohn haben von 15 Euro brutto, natürlich die Komplexität in der Regel nicht das Level haben und die Erfahrung, hier die Zusammenhänge überhaupt zu verstehen, hier vernünftiges, in Anführungsstriche, Telemarketing überhaupt durchführen zu können. Ja. Ja. In dieser stetig wirklich exponentiell teilweise komplexer werdenden Welt. Ja. Genau. Und das ist eben das, wo wir halt hier bei Klein Marketing auch anbieten. Wir haben einfach hoch ausgebildete Leute, ja, also die halt einfach auch komplexe Situationen erkennen und verstehen. Und wenn jetzt einfach mal, natürlich arbeiten wir auch mit Skripts, aber wenn jetzt einfach mal der Kunde in dem Gespräch ausschert, nach links, nach rechts eine Frage stellt, na, dann ist er nicht sofort verloren und weiß nicht mehr weiter oder so, ja. Wenn der Gesprächspartner im Erstcall oder im Cold Call oder sowas mal eine Frage stellt, die jetzt zufällig nicht genau auf dem Skript steht, ne, dann ist halt irgendwie so ein 0815 Telemarketer sofort aus seinem Trott raus. Natürlich haben so Setter, Telemarketer und all das natürlich ihre Berechtigung für bestimmte Produkte, aber eben nicht für diese komplexe IT-Welt. Das ist sozusagen meine Erfahrung und meine Meinung dazu. Ja.
Ganz kurz noch abschließend eine Frage, dann sind wir auch schon durch für diese Session. B2B Real Talk. Es ist ja eine unglaublich große Welle die letzten Jahre, aktuell immer noch durch, also man macht das YouTube an oder so und dann sieht man schon irgendwelche 10.000 Werbungen für Coaching und Consulting, sogenanntes B2B Coaching und Consulting. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal was mitbekommen hast bei dir oder wo, sag mal, die das schnelle Geld verdienen, ja, und das geht ja so auch ein bisschen rein in Sales und Marketing und IT ja, mit diesem und jenem Tool, ne, verdienst du ganz schnell Geld in 6 Monaten zum Millionär und so weiter. Hast du da irgendwie, wie weit siehst du da, okay, das ist alles total unseriös, deiner Meinung nach, oder wie siehst du das, oder gibt es da auch gute und böse, schwarze und weiße Schafe? Also so deine Einschätzung, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, es geht eigentlich an niemanden vorüber, ja, dass letztendlich verschiedene, sind mal sogenannte Coaches und Berater, sich so zumindest nennen und auch sich große Businesses vielleicht damit aufbauen. Ich meine, die dann sozusagen letztendlich auch B2B sich nennen, ja, und letztendlich hier ja mehr oder weniger schnell reich werden Lösungen verkaufen, weil wir reden ja hier von der IT-Welt, IT-Systemhäuser, das sind ja auch alles Berater, ja, echte Berater in der Regel, ja. Also Consultants, die auch den Namen Consultant verdient haben, ja. Und meiner Meinung nach, und ich frage dich ja nur um deine ganz ehrliche Meinung, es ist so eine Art Pseudo-Welt, hat sich da jetzt ist da entstanden aufgrund von Facebook-Ads und YouTube-Ads und so weiter, ja. So eine Art Pseudo-Welt, das Consulting und das Coaching und so weiter, wo man diese, also unheimlich, teilweise unheimlich große Followerschaften auch aufbaut und Hunderte und Tausende von Leuten eben da so eine Lösung, schnell reich werden Lösung in Anführungsstriche verkauft. Hast du das auch irgendwie wahrgenommen oder so? Also das ist mir extremst aufgefallen die letzten Jahre, weil ich bin ja schon ein bisschen länger im Business. Ich bin ja keine 20 mehr. Aber da sind halt teilweise auch 25-Jährige und so weiter dabei, ja, die dann quasi irgendwie tatsächlich auch 1 Million verdienen, weil sie eben so eine Lösung an andere verkaufen, mit dem Versprechen, eben schnell reich zu werden und so weiter. Also es ist schon fast schon ein bisschen schneeballartig. Also muss man natürlich vorsichtig sein, was man dann sagt. Ja, ich nenne auch keine Namen. Gibt ja auch genügend davon. Diese ewige Liste. Wie siehst du, hast du da eine Meinung dazu? Ist das überhaupt aufgefallen? Gar nicht aufgefallen? Nur ich das? Oder? Also mir sind auf jeden Fall diese, ich nenne sie einfach schonungslos Selbstinszenierer und Wichtigtuer aufgefallen. Es gibt So also 20-Jährige, überhaupt, weißt du, gerade aus dem Abitur raus und dann so, ich erzähle dir ein Blabla, ne? In meinen Worten. Also genau, das muss ich wirklich auch sagen, daran störe ich mich definitiv, weil hier der Begriff des Coaches, des Beraters, des Consultants einfach, ja, man kann fast schon sagen, durch den Kakao gezogen wird irgendwo. Also ich sage ehrlich gesagt, ich kann doch nur Menschen beraten, also allgemein marktbranchenunabhängig, wenn ich eine Ahnung habe von meiner Lösung, von dem Markt, von der Situation, von den Trends, die einfach da sind. Und wenn ich mich einfach nur hinstelle, ich habe, weiß ich nicht, Studium XY absolviert und sage, so, ich bin jetzt Consultant, dann muss ich da ein bisschen in mich reingrinsen, weil ich sage, Beratung entsteht aus Erfahrung und Fachkenntnis. Die beiden braucht es. Wenn ich ein reiner Produktgeek bin, dann ist das schön. Das ist das eine Bein und das andere braucht es aber auch. Ich muss einfach die Erfahrung damit sammeln, dass ich Projekte erfolgreich abschließe und zwar im Interesse des Kundens, nicht im einseitigen Interesse meines Auftraggebers. Und ich beobachte natürlich auch diese ganzen Karriere-Coaches und diese Knallchargen, möchte ich sie jetzt auch wirklich polemisch nennen, die eben jemandem erzählen, also ich habe da die Lösung XY und wenn du dieses System anwendest, dann wirst du, weiß ich nicht, in 2 Monaten zum Millionär. Das ist so ein Käse und dahinter verbergen sich ja auch oft vollkommen dubiose Produkte. Gerade im Finanzproduktbereich gibt es da also völlig abstruse Mechanismen,
die hochspekulativ und daher extrem riskant sind, und da wird immer das schnelle Geld vorgegaukelt. Also, und dann gibt es eben auch natürlich Coaches und Berater, die nahezu pseudo-religiös auftreten und im Endeffekt versuchen, etwas, eine tiefere Sehnsucht in den Leuten zu stillen, nach, wenn man so möchte, geistlicher Erfüllung, aber das eben im rein, mit rein, ja, profanen Mitteln tun. Und das beschmunzle ich auch so ein bisschen, denn ich finde, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also echte Consultants wird es ja hoffentlich immer geben. Und es wird aber leider auch genauso diese Trittbrettfahrer geben, die den Begriff dann für sich beanspruchen und bei näherem Hinblick natürlich eigentlich nur eine Karikatur darstellen des eigentlichen Begriffs. Insofern, ja, mir ist es aufgefallen, es nimmt leider zu, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Diese Sucht nach dem schnellen Geld, die bei manchen einfach ein bisschen stärker ausgeprägt ist als bei anderen, wird da natürlich fies bedient. Und ja, deshalb immer äußerste Vorsicht. Also allgemein, wenn jemand, der nicht wirklich diesen Eindruck durch Qualifikation und Erfahrung transportieren kann, mit dem Terminus Coach oder Consultant auftritt, bitte genauer hinschauen, und dann kann man vielleicht die ein oder andere Enttäuschung im Vorfeld vermeiden. Ja, ich nehme mal, einen der Hauptprobleme mit dem Ganzen ist ja, selbst in Deutschland, wo ja wirklich für alles eine Regel gibt, ja, alles ist irgendwo geregelt und 10.000 Gesetze für jeden Popel, die Begriffe Consultant und Coach, ja, oder Consulting und Coaching sind halt nicht geschützt. Ja, es Jeder kann sich darf halt sich so wirklich nennen. jeder einen Coach nennen und jeder einen Consultant. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe irgendwie zwei Leute dazu gebracht, meine Frau anzusprechen. Dann bin ich schon Dating-Consultant oder Coach. Ja, Ja, genau. ja Super. und ja und das und da, darauf. Ich denke mal, das ist so eine der Bausteine, auf das das ganze diese ganze Welle eben basiert. Ja, also ich hatte mal eine Frau, die hat mich sowas von penetrant verfolgt, weil sie festgestellt hat, ich bin Single. Ja. Und dann saß ich da mit ihr in einem Zoom-Call. Eigentlich ging es um ein ganz anderes Thema. Dann hat ihr eben festgestellt, ich bin Single und sie war zufällig Single-Coach. Ja. Und dann saß ich da mit ihr in einem Zoom-Call 5 Stunden an einem Sonntag. 5 Stunden hat die mich zugequatscht und ich war einfach zu höflich, um einfach aufzulegen und Oh wollte mich Gott. dazu bringen, dass ich ihr für das Mädchen war ungefähr 25 Jahre jünger wie ich, dass ich ihr 5.000 € überweise Ja. für ein 6 Wochen Coaching, einmal die Woche, das heißt einen Stundensatz von 500 €. Ja, Ja, das hat sie sich so überlegt. das hat sie sich so überlegt und warum hat sie sich das so überlegt? Weil sie eben in einem Coaching-Programm ihrerseits drinnen war, das wiederum sie 6.000 oder 5.000 € gekostet hat, ja, wo ihr dann beigebracht wurde, ja, du bist doch, was bist du? Okay, Dating Coach, das ist deine Expertise, okay, musst du möglichst hochpreisig verkaufen, ja. Oh Gott, also Okay, sowas ja, habe ich jetzt noch gut. nie gehört, aber Okay, Wahnsinn. aber ja, aber dann musst du halt auch, wenn du das sozusagen so hochpreisig verkaufen willst, dann brauchst du halt auch ein Netzwerk von lauter Multimillionären, ja. Ja, Dann, haha. also Oh Gott, so wollte man sich auch nicht anhören. aller Luxusartikel halt dann, ja. Dann geht es vielleicht, aber dann musst du halt auch dann da die auch überzeugen, dass du da auch einen Mehrwert bringst, weil selbst die haben würden nicht einfach so 5.000 € rausschmeißen. Ja? Also das ist halt nur Normalerweise mal ein nicht, Beispiel aus ja. meiner eigenen Erfahrung, was in diesem Ach, Bereich okay. so jetzt nicht unbedingt IT war, ja, aber auch das war Coaching und Consulting, ja, die Dame. Ja? Und ja, gut. Schöne Anekdote. Ja, schöne Anekdote, vielleicht auch abschließend zu unserem ersten Call. Und ja, wenn du jetzt Zuhörer warst und dir hat es jetzt sozusagen Spaß gemacht und so weiter, dann abonniere einfach hier unseren Podcast sehr gerne. Und mich würde es also sehr freuen, uns würde es also sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt, ja, Real Talk, ja, IT und Marketing Revolution. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an dich, Martin. Looking forward. Gerne. Ciao. Ciao.